Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer zum jäßigen Chef, die Live-Trading TV am 3.9.10.30 Uhr. Wir wollen auf den DAX schauen und uns hier natürlich den Markt näher betrachten, im Zuge dessen, dass es nicht zu einer, wie gestern angenommenen, möglichen Konsolidierung kommt, innerhalb dieser sich hier bereits darstellenden bärischen Flagge im Sinne des Abwärtstrends, des Abwärtsimpulses, den wir hier seit Ende August sahen, hat sich der DAX hier im Zuge der starken US-Märkte tatsächlich weiter nach oben etabliert und hier mit dem Opening heute ganz klar über diese Abwärtstrendlinie abgesetzt und strebte bislang schon bis in den Bereich von 10.250 Punkte empor. Das ist eine sehr bullische Situation. Insofern hat sich das bärische Setup hier zunächst definitiv erledigt, wenngleich es hier kurzfristig intraday hier im Sinne des kurzfristigen Widerstandsbereich bei 10.118 Punkten gestern tatsächlich Short-Möglichkeiten gab. Wir wiesen im Stream darauf hin. Nichtsdestotrotz hat sich dann hier im außerbörslichen Späthandel eben hier der Aufwärtstrend etabliert und jetzt haben wir hier einen schönen Impuls gesehen, der zum Ausbruch führte. Wir haben heute die EZB-Sitzung vor uns liegen. Da wird es definitiv nochmal spannend werden und es sieht rein technisch jetzt so aus, dass der DAX hier natürlich zwei Optionen hat im Sinne des Ausbruchs. Nächstes Ziel, klares Widerstandslevel 10.300 Punkten. Das sollte heute möglich werden. Dieses Niveau scheint in jedem Fall erreichbar. Also die aktuelle Schwäche könnte hier als Pullback an das Level hier um 10.180 Punkte im Ausdehnungsfall bis in den Bereich 10.160 Punkte angesehen werden. Von diesem Niveau ausgehend wäre es denkbar, dass der DAX dann nochmals nach oben strebt, um hier die 10.300 anzuvisieren. Das wäre jetzt mal das präferierte Szenario. Andernfalls kann es dazu kommen, dass der Markt hier natürlich auch direkt in Richtung 10.3 zieht und oberhalb dessen wäre dann natürlich zu sagen, dass wir hier sicherlich gutes Potenzial haben, hier die Hochs von Ende August ins Visier zu nehmen. Im negativen Fall, in Anführungszeichen, gehen wir hier sichtlich unter die 9-Uhr-Kerze zurück. Dann mit Eintauchen unter diesen Abwärtstrend müsste man hier nochmals einen Test der 10.000-Punkte-Marke einkalkulieren. Das wäre sozusagen dann hier das Alternativszenario. Aber mit dem Ausbruch und der Vorfreude hier in Sachen EZB sollte sich entweder hier mit einem leichten Rücksetzer knapp unter 10.2, 10.170, 10.160 eben hier eine Chance ergeben. Ansonsten können wir auch direkt ausbrechen und ja, 10.300 bleibt hier zunächst jetzt erstmal ein kurzfristiges Ziel, um darauf aufbauend gegebenenfalls weiter, und das wäre dann natürlich hier der nächste Step, das schauen wir uns dann auch gleich auf Tagesschartbasis an, um darauf aufbauend dann über 10.350, 10.400 in Richtung 10.5 zu ziehen. Wir wissen, die Märkte sind wieder in einem bullischen Kontext unterwegs, also zumindest kurzfristig hat sich das, wie gesagt, mit den Aufschlägen der Amerikaner von gestern auch hier technisch ein Stück weit entspannt. Aber übergeordnet sind wir in Amerika noch nach dem Abwärtsimpuls in einer seitwärts-abwärts gerichteten Tendenz. Hier beim DAX mit Blick auf Tageschart brauchen wir gar nicht groß reden. Das ist hier aktuell rein korrektiv zu sehen, also die starke Schwäche hier mit dem Start in den August hier, in den Augusthandel bis Ende August eben ist hier eigentlich noch rein korrektiv zu sehen. So, wir haben aktuell hier noch nicht mal 50% des Abwärtsimpulses von Mitte August korrigiert. Also das ist ja alles völlig human und wir hatten unlängst auch in der letzten Woche eine Big Picture Analyse zum DAX, die eigentlich hier nochmal Notierungen unter 10.000 Punkten hervorsah. Das geschah ja dann auch hier mit dem Start in die Handelswoche. Jetzt haben wir, wie gesagt, den Erholungsimpuls und die EZB könnte durchaus jetzt nochmal ein Stück weit stimulieren. Sofern es eben tatsächlich gelingt, hier den Markt nochmal zu hypen, dann wären hier Niveaus 10,5, 10,6 durchaus denkbar. Doch dann scheint mir die Luft schon wieder sichtlich dünner zu werden. Und ja, die Saisonalität deutet eigentlich meines Erachtens nochmals einen Abwärtsimpuls an. Daran ändert sich meiner Meinung nach bislang nichts. Dies würde sich erst deutlich verbessern, wenn wir hier dieses Level um 10.660 Punkten überwinden und auch dann hier oberhalb von 10.715 Punkten das 61er Fibonacci-Level überschreiten. Dann hätte man eben hier nahezu zwei Drittel des Korrekturimpulses abgearbeitet nach oben hin und dann wären die Chancen natürlich gut, dass der Markt hier sozusagen eine Umkehr erfährt. Also hier das Szenario eines möglichen V-Reversals ist eigentlich vom Tisch mit der Schwäche vom Wochenauftakt. Jetzt, wie gesagt, versuchen sich die Bullen hier nochmal das letzte Zwischenhoch hier vom 27., 28., 8. rauszunehmen. Das ist hier eben der Bereich 10.350,
knapp 10.400, da haben wir jetzt hier das Widerstandslevel, auch mit dem Kerzenhoch vom 21.8. Da ist jetzt hier die kurze Hürde. Wenn es darüber hinausgeht, wie gesagt, dann wäre hier Potenzial nochmal in Richtung 10.6 möglich. Ob es hier über 10.660 reicht, müssen wir dann einfach nochmal Realtime betrachten. Andernfalls, ja, Option natürlich. EZB schlägt in eine andere Richtung. Der Markt ist enttäuscht. Wenn es nochmal direkt unter 10.000 geht, dann wäre sicherlich hier relativ schnell wieder das Preislevel unterhalb von 9.400 Punkten sogar auf der Agenda. Also insofern mal Spannung und Obacht geben auf das, was heute zur Mittagszeit passiert. Gut, liebe Zuschauer, ich sage erstmal danke fürs Dabeisein. Nachher schalten wir uns nochmal auf und dann wollen wir mal sehen, was die Märkte uns da bieten. Gegebenenfalls sogar live zur EZB. Werden wir sehen. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, wie wir streamen. Beitrag. Ich sage erstmal danke fürs jetzige Dabeisein und wünsche Ihnen noch einen schönen Resthandelstag. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.